Du möchtest auch nachts besser anlegen können? Oh, wie spät ist es? 4 Uhr? Und du möchtest wissen, wie du dein Baby richtig anlegen sollst? Ja, das ist kein Problem. Da kannst du mich gerne auch nachts um 4 wecken. Also, es ist eigentlich ganz einfach. 3 Sachen musst du beachten. Zunächst einmal, Schritt 1 ist, mach es dir selber bequem, so dass du gestützt bist im ganzen Oberkörper, Schultern, Arme, Nacken, Kopf, alles sollte gut gestützt sein, so dass du ja einfach dich gut entspannen kannst. Dann nimmst du dir dein Baby und legst es bäuchlings auf deinen Bauch, so dass es sich mit seinen Händchen auf dir abstützen kann und sein Kopf in der Nähe oder auf deiner Brust liegt. In dieser Position werden die angeborenen Suchreflexe deines Babys ausgelöst und es fängt an, wenn es hungrig ist, nach deiner Brust zu suchen, indem es den Kopf hin und her bewegt. Diese Reflexe haben alle Säugetierbabys. Die müssen, um zu überleben, in der Lage sein, die Zitze ihrer Mutter selber zu finden und dort anzudocken. Und genauso ist es eben auch mit unseren Babys. Und eigentlich musst du dann schon gar nichts mehr machen, weil, wie gesagt, das Baby kann jetzt die Brust selber finden. Du kannst ihm das noch ein bisschen einfacher machen, die große, runde Brust in seinen kleinen Mund zu nehmen, indem du deine Brust parallel zu den Lippen des Babys flach drückst, entweder mit Daumen und Fingern oder mit Zeigefinger und Mittelfinger. Und wenn es dann angedockt hat und anfängt zu saugen, ist es wichtig, dass du keine Schmerzen hast. Die Schmerzen zeigen immer an, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und dann muss man es korrigieren oder nochmal von vorne beginnen. Also Schmerzen, merkt ihr bitte, gehören zum Stillen nicht dazu. Wenn also jetzt dein Baby an deiner Brust saugt, dann kannst du deinen Arm noch etwas näher an sein Köpfchen nehmen und dir selber auch noch den Arm etwas besser polstern. Es möchte sein Köpfchen an deinem Arm ablegen und du sollst eben auch dich nicht in der Schulter verspannen müssen. Ja, so einfach ist es eigentlich. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, wie du auch in anderen Positionen dein Baby gut anlegen kannst, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Gut anlegen. Den findest du auf meiner Webseite www.stillkinder.de. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht und ein schönes Stillen.